hier eine seltsame Eigenschaft vom KGV und GGD von zwei natürlichen Zahlen. Für egal welche natürlichen Zahlen verschieden von 0, m und n gilt ihr KGV mal ihr GGT ist genau dasselbe wie das Produkt dieser zwei Zahlen. Um uns davon zu überzeugen, werden wir als Beispiel dieses nehmen. Die Zahl m ist 360 und die Zahl n ist 378 und machen zuerst die Primfaktorenzerlegungen dieser beiden Zahlen. 360 geteilt durch 2 macht 180, geteilt durch 2 macht 90, geteilt durch 2 macht 45, geteilt durch 3 macht 15, geteilt durch 3 macht 5, geteilt durch 5 macht 1. Jetzt 378 geteilt durch 2, das ist 189, geteilt durch 3, das macht 63, geteilt durch 3, das macht 21, geteilt durch 3, das macht 7, und hier teilen wir noch durch diese Primzahl 7 und erhalten so 1. Das heißt, die beiden Primfaktorenzerlegungen dieser Zahlen sehen so aus. 360, das ist 2 hoch 3 mal 3 hoch 2 mal 5, also so. Und die 378, das ist 2 mal 3 hoch 3 mal 7, also so. Jetzt bestimmen wir das KGV dieser zwei Zahlen und berücksichtigen dafür alle Primfaktoren, die vorkommen, das heißt die 2, die 3, die 5 und die 7. Und wenn eine Doppel vorkommt, dann nehmen wir jedes Mal den größten Exponenten. So bestimmt man das KGV von den zwei Zahlen. Für den gemeinsamen Faktor 2 nehmen wir den größten Exponenten 3. Für den gemeinsamen Faktor 3 nehmen wir den größten Exponenten, also 3. Die 5 kommt nur davor, also Exponent 1. Die 7 kommt nur davor, also Exponent 1. Und dieses Produkt ergibt 7560. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 360 und 378 beträgt also 7560. Jetzt bestimmen wir noch den größten gemeinsamen Teiler dieser zwei Zahlen. Dafür berücksichtigen wir nur die gemeinsamen Faktoren und das mit dem kleinsten Exponenten. Gemeinsam sind die Primfaktoren 2 und der kleinste Exponent ist die 1, also Exponent 1. Gemeinsam sind auch diese Primfaktoren 3. Wir nehmen den kleinsten Exponenten, also diese 2. Und 2 mal 9, das macht 18. Der größte gemeinsame Teiler dieser zwei Zahlen ist also 18. Wenn wir KGV und GGT von diesen zwei Zahlen miteinander multiplizieren, dann bedeutet das, wir multiplizieren dieses Produkt mit diesem Produkt, also so. Und wenn wir dann noch diese Faktoren etwas anders ordnen, dann sehen wir, dass dieses Produkt genau die Primfaktorenzerlegung von 360 ist und dieses Produkt genau die Primfaktorenzerlegung von 378 ist. Was also heißt, dieses Produkt, das ist 360 und dieses Produkt, das ist 378. Also so. Und somit haben wir in diesem Beispiel gezeigt, dass das Produkt von KGV und GGT von zwei Zahlen genau dasselbe ist wie das Produkt dieser zwei Zahlen. Und diese Überlegung kann man selbstverständlich sofort verallgemeinern, denn alle Primfaktoren dieser zwei Zahlen werden hier berücksichtigt. Hier sind alle. Und wenn einige gemeinsam sind, dann nehmen wir den größten Exponenten. Und die, die gemeinsam sind und einen kleineren Exponenten haben, die werden hier berücksichtigt. Das Ganze kann also verallgemeinert werden. Das funktioniert für egal welche natürlichen Zahlen m und n verschieden von 0. Wir können in unserem Beispiel noch überprüfen,
ob das Produkt von KGV und GGT wirklich dem Produkt der zwei Zahlen entspricht. Dazu berechnen wir KGV mal GGT, 7560 mal 18, das macht 136.080. Und hier das Produkt von 360 und 378, das macht auch 136.080.